Grüß euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der lettischen Hauptstadt Riga finden in den nächsten 16 Tagen die 70. Eishockey-Weltmeisterschaften statt. Heute ist es losgegangen mit dem ersten Spiel. Bevor die losgegangen sind, hat es die Eröffnungsfeier gegeben. Ein richtiges Zeremoniell. Der Pascal Weber hat es beobachtet. Die große Eishalle in Riga war prall gefüllt, als heute Abend Punkt 21 Uhr Ortszeit der erste große internationale Sportanlass seit der Unabhängigkeit Lettlands eröffnet wurde. Die Eiskunstlauf-Nationalmannschaft Lettlands eröffnete die kleine Show, bevor der Schweizer René Fasel, Präsident des Internationalen Eishockeyverbandes, ans Mikrofon schritt. Mr. René Fasel. Ladies and gentlemen, thank you, Riga. Thank you, Latvia. And thank you, the real Latvian hockey fans. Thank you. Solche Worte hören Sie natürlich gerne in Riga. Das lettische Publikum nahm sie freudig auf. Die lettische Staatspräsidentin Vaira Vike Freiberga konnte dann nicht mehr viel mehr anfügen als: I declare the 2006 International Ice Hockey Federation World Championship as open. Um 10 nach 9 Ortszeit war die 70. Eishockey-Weltmeisterschaft damit eröffnet. Ha, das höhere 10 noch fast bereicht. Also, die WM wäre eröffnet, es hat auch schon die ersten Spiele gegeben. Das sind die Resultate, wie sie uns im Moment vorliegen. Finnland schlägt Slowenien 15-3. Lettland-Tschechien 1-1. Das Spiel steht knapp eine Viertelstunde vor Schluss. Die USA gewinnt gegen Norwegen 3-1 und Dänemark 3-5. Ja, und morgen greift ja auch die Schweiz in das Turnier ein, das erste Spiel gegen Italien. Und nachdem jetzt auch noch der David Ebischer aus der NHL zu der Schweizer Mannschaft gestoßen ist, hat der Ralf Krüger ein kleines Luxusproblem vorliegen. 3 Top-Goalies hat er, aber nur einer darf während der WM die Nummer 1 sein. David Ebischer kam heute mit Teamkollege Marc Streit in Riga an. In den Playoffs war David Ebischer für Montreal nicht zum Einsatz gekommen. Umso mehr ist der Freiburger nun heiß auf Eiszeit, wenn auch die 14-stündige Anreise noch in den Knochen hockt. Ein bisschen müde jetzt. Es ist bald Zeit zum Schlafen, was sicher gut ist. Aber sicher froh, jetzt hier zu sein und ein bisschen auf dem Eis zu sein und ein bisschen zu schwitzen. Was habt ihr euch persönlich vorgenommen für die WM? Ihr habt doch sofort zugesagt, mal ich komme. Ja, ich meine, spielen. Ich will gerne spielen. Spielen will nicht nur Ebischer, auch Marco Bührer und Jonas Hiller hoffen auf Einsätze. Trainer Ralf Krüger blieb am Tag vor dem Startspiel gegen Italien sehr vage. Ja, wir wissen schon, welche Richtung wir hier fahren werden. Wir freuen uns über dieses Torhüter-Trio, alle drei. Sind wirklich ausgezeichnete Torhüter und das ist eine Basis, auf der man jede WM bauen muss. Bislang spielte bei Großturnieren unter Krüger immer der Torhüter das erste Spiel, der beim letzten Test zwischen den Pfosten gestanden war. In diesem Fall wäre das Jonas Hiller. Krüger ließ sich nichts entlocken. Ich weiß selten oder denke selten darüber nach, was ich genau vor ein Jahr oder mehr gemacht hat. Man geht mit dem Bauch, mit dem Gefühl, diese Mannschaft ist nicht zu vergleichen. Die Aufgaben sind auch nicht zu vergleichen mit die der letzten Jahre. Und wir spüren einfach, was am besten für die Mannschaft ist. Und diese Richtung werden wir fahren. Okay, wer spielt, bleibt bis morgen geheim. Marco Bührer allerdings verriet Sport aktuell schon vorweg, dass er nicht der Glückliche sein wird. Recht enttäuscht war und ich habe es vor 2 Tagen erfahren und ja, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken und ich werde das schon verkraften. Aber es ist ja lange Zeit nach dem Ausscheiden im Viertelfinal, lang trainieren und jetzt steht er gleich ein bisschen mit leeren Händen da im Moment. Natürlich, im Moment schon. Und, aber so ist es einfach. Mit dem musste ich auch zum Teil rechnen, dass jemand kommt. Und es ist jetzt so eingetroffen. Das ist für mich natürlich Pech. Aber da zählt nur das Team. Und für das Team ist es gut.
Da waren es nur noch zwei. Orakeln wir weiter. Was verrät die Sitzordnung beim Fototermin im heutigen Training? David Ebischer durfte in der Mitte sitzen. Wir mutmaßen, Ebischer kriegt morgen Zeit, sich von der Reise zu erholen. Gegen Italien spielt Hiller und ab Match 2 ist dann Ebischer, der eben in der Mitte auf dem Foto, die Nummer 1 im Schweizer Tor. Kaffeesatz lesen mit der Steffi Buchli. Und wer dem Mond tatsächlich im Goal steht, gegen die Italiener, das könnt ihr live mitverfolgen. Ab der 5 ab 3 zeigen wir nämlich das Spiel Schweiz-Italien auf SF2. Überraschend nicht mit dabei in Riga ist der beste Schweizer Scorer von der abgelaufenen Saison, der Patrick Fischer. Nämlich, der hat dem Ralf Krüger abgesagt, weil er sich ganz auf die neue Saison konzentrieren will. Und die wird ja für den Patrick Fischer eine ganz besondere. Er hat für 2 Jahre unterschrieben in Amerika, in der NHL, bei den Phoenix Coyotes. Kein einfacher Schritt also für einen 30-jährigen Hockeyspieler, der mit Frau und Kind sehr stark in der Schweiz verwurzelt ist. Der Dani Bolliger hat ihn besucht. Patrick Fischer schwitzt für seinen großen Traum, die NHL. Aufmerksamer Beobachter, sein 4-jähriger Sohn Kimi. Fischer will topfit Ende August in die USA reisen. Er weiß, dass er nur so eine Chance hat, sich in der Liga der Superstars durchzusetzen. Zeigen denen, was ich kann und zeigen, dass wir in der Schweiz auch gut Hockey spielen können. Ich glaube, das haben wir an der Olympiade bewiesen. Wir haben uns auch Respekt verschafft, auch in Nordamerika, mit dem Sieg in Kanada ganz sicher. Und ich bin natürlich, also an der Motivation wird sicher nicht liegen. Patrick Fischer spielt seit 10 Jahren in der Nationalmannschaft. Höhepunkt ganz klar der 2:0-Sieg gegen Kanada bei den Olympischen Spielen in Turin. Fischer wurde 2-mal Schweizer Meister. 1999 mit Lugano und 2002 mit dem HC Davos. Seine großen Erfolge haben aber nichts an seinem Erfolgshunger geändert. Mit 30 hat er keine Sekunde gezögert, die Herausforderung NHL anzunehmen. Jeder, der die Chance bekommt, will glaube ich, gehen. Also ich würde es nicht verstehen, wenn einer schon eine Chance hat, die er weg könnte. Die Chance hat mit den besten Mitspielern, der besten Liga, dass er die auch nicht packt und nicht packen würde. Und darum, für mich war es von Anfang an klar gewesen. Und auch mit Umweg, vielleicht durch AHL, ich werde das Ziel verfolgen und ich bin sicher, dass ich meine Chance wieder bekomme. Ja. Das Abenteuer NHL bedeutet aber nicht nur für Patrick Fischer eine große Herausforderung, auch für seine Familie steht eine schwierige Zeit bevor. Sohn Kimi und Frau Mara werden vorerst in der Schweiz bleiben. Sehnsucht ist vorprogrammiert. Sicher. Aber das ist auch unsere Kraft. Wir brauchen auch so einen Moment, wo wir nicht zusammen sind. Und dann wir genießen 100%, wenn wir wieder zusammen sind. Aber ganz klar, ja, die Kimi auch. Und umgekehrt? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch spannend. Es ist nicht normal. Man sieht sich dann sicher weniger, aber es ist wirklich intensiver und wir haben auch mit dem Kleinen schon darüber geredet und er weiß eigentlich, was auch auf ihn zukommt und wir wissen nicht, was ihm im Kopf oben rum ist, aber er wird sich auch darauf einstellen und vielleicht, wer weiß, wenn sie das erste Mal überkommen für ein paar Wochen und dann sagen sie, oh, das gefällt uns auch super, dann bleiben sie da. Also wir sind wirklich flexibel. Die Familie steht voll hinter Patrick Fischer und ist von seiner Entscheidung überzeugt. Ich finde es super. Es ist so etwas passiert und auch, ich glaube, in genau dem richtigen Moment, weil er ist wirklich fit, er ist körperlich sehr gut, aber eigentlich ist er auch mental sehr präparat. Und ich glaube, das ist Stärke. Das ist stark von Patrick, von meinem Mann. Ja. Nicht nur der Zeitpunkt für den Wechsel scheint optimal zu sein, sondern auch der Verein, die Phoenix Coyotes, könnten perfekt zu Patrick Fischer passen. Vom Club her selber, Phoenix hat sicher nicht super Spieler, wie vielleicht in Detroit oder in New York, wo es für einen Neuen sehr schwierig ist, zu reinkommen. Und durch den Gretzky, den Band, ja, ich meine, das ist etwas, was ich nie werde vergessen und wo ich sehr, sehr viel kann lernen kann. Und auf das freue ich mich extrem. Patrick Fischer und Wayne Gretzky, eine Kombination, die auch in der NHL funktionieren könnte.